Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banisher Ghost of Nuiden, wo wir letztes Mal mit den Aufzug... Weißt du, ich glaube, langsam gefällt mir der Untergrund. Die Dunkelheit, das viele Schwarz, die kühle Brise. Meinst du das ernst? Nein, nicht wirklich. Überhaupt nicht eigentlich. Okay. Das sieht nicht gut aus. Efeu blockiert den Weg. Was? Verflucht nochmal. Noch ein Klagegeist, der als Wächter missbraucht wird. Du Hölle. Das ist ja toll, ne? Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich habe jetzt gerade einen Frosch im Hals, das ist nervig. Ich heile mich mal besser voll. Ich weiß ja nicht, was uns erwartet. Deswegen lasse ich mich mal lieber komplett voll heilen. Immer noch die Bücher lesen, ne? Fällt mir auch gerade wieder ein. Machen wir mal da eine einzelne Folge, wo wir jetzt in keiner Quest sind zum Beispiel. Lesen mal die Bücher. Shit. Scheiße. Verarschen. Junge. Mach das Ding doch jetzt in den Arsch. Ich kann nicht fassen, dass ich das Ding erlöse. Oh mein Gott, ein Alpha-Wanderer. Aua. Augen nach vorne. Wenn du mir sagst, wo das andere Ding ist, kein Problem, du. Scheiße. Da. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ich hasse es. Scheiße. Lass mich durch. Oh nö! Scheiße! Hilf mir, ich bin verletzt! Wo ist denn der Rest? Oder ist das Ding jetzt verletzbar? Das wird so nichts. Zerstöre zuerst die Säule. Ja, aber wo ist die andere? Oh mein Gott, die ist da oben. Zeit, diese armen Seelen zu erlösen. Scheiße! Das wird wieder nicht. Wenn das alles vorbei ist, gehe ich vielleicht in den Ruhestand. Dir würde das doch fehlen. Das weißt du. Red, komm her und schau dir das an. Tote Tiere. Schon wieder. Aber andere Symbole, andere Magie. Sie wurden anscheinend als Köder verwendet. Konnte er sich so am Klagegeist vorbeischleichen? Ist wahrscheinlich dann. War ich das nicht schon immer? Mein Gott, das eine Ding da oben, ne? Das war ja sowas von unnötig. Wiederbelebungsritual, Schwein. Erfolg, der Effekt hat nur wenige Minuten angehalten. Huhn, der hat viel länger durchgehalten als das Schwein, liegt das an seiner geringen Größe, sodass er weniger Essenz benötigt. Wir reden, der Kadaver war wohl zu groß, das Ritual hatte überhaupt keinen Effekt. Warum hat er Tiere versucht? Oh.
Da kommen wir wohl nicht weiter. Fürs Erste. Natürlich. Aua. Wo ist denn der? Da ist so ein Dash drinne. Ja, da ist so ein Assi drin. Oh. Stimmt, das hatte ich ja auch noch. True. Ich kann die Netze berühren, aber ich kann sie nicht durchdringen. Wir hatten ja noch das Verband, das habe ich ja vollkommen vergessen. Ja, mittlerweile sehr stark auch. Von hier bin ich gekommen, oder? Ja, von hier kam ich. Durch den Riss geht. Wir sollen doch den Scheißriss. Oh, Kacke. So, hier sind wir nun. Dann treten wir jetzt wohl in die Leere ein. Das tun wir wohl. Oh, nee. Wieder hier. Dunkle Rituale, ein leeres, etwas Unheimliches, das in der Luft liegt. Da kann Lemmy ja nicht weit sein. Lupi, ne? Zerstöre die Geisterschutzvorrichtungen, wenn du mich wieder an deiner Seite haben willst. Geisterschutzvorrichtungen? Immunologen testen die Grenzen ihres Wissens wirklich gern aus, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Das macht sie lediglich menschlich. Geisterschutzvorrichtung, du bist... Es ist furchtbar ruhig. Warum ist es so furchtbar ruhig? Wo ist denn die Geisterschutzvorrichtung? Denn angebracht. Geisterschutzvorrichtungen. Ich kann mich hier nicht manifestieren. Ey, ich weiß aber nicht, wo die sind, zur Hölle. Hier ist eine. Kein Geisterschutz mehr. Danke. Junge, was ist hier los? Schämen. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Bleib unten. Da ist aber Loot. Ach, Kacke. Dann ist kein Loot. Er leckt die ab. Zerstöre die Geisterschutzvorrichtungen, wenn du mich wieder an deiner Seite haben willst. Loot. Vorsicht jetzt. Wir werden abgelenkt. Wir werden abgelenkt durch die Fallen. Nicht doof gemacht.
halt jetzt die Frage, ne? Da geht's halt nirgendwo. Man soll dem Fackeln folgen. Oh, ich will aber Kunden. Gruseliges Versteck. Die Brut des Gouverneurs hat ein Flair fürs Dramatische. Ein handvoll gezeichnete Karte der Ecken mit den Initialen auf zwei Orte wurden noch eingereist. Die verlassene Mühle und der Gottessage. Der Schleier zwischen der Aralu und der Leibenwelt scheinen in den beiden Orten besonders dünn zu sein. Ein Riss. Der Kadaver ist anders. Ist wohl an einer Krankheit gestorben. Ist das so? Okay. Geisterschalen können mit Hilfe von verschiedenen bekannten Ritualen kontrolliert werden oder mit zumindest in Richtung gesteuert werden. Diese müssen wir äußerst vorsichtig durchgeführt werden und die Kontrolle nicht zu verlieren, was ansonsten eine Katastrophe Folgen haben können. Eine unleisige Leitung, wenn die gesprochenen Worte der Macht in ihrer Stärke auch nur um den Wert eines Abweichen und keine angemessenen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, wird der Geist zwar erscheinen, sich aber nicht in den Willen als Dämonologen beugen. Dies gilt in jedem Fall zu vermeiden. Denn es kann schwere Verletzungen, den Tod oder doch Schlimmeres nach sich ziehen. Das ist wirklich dunkle, falsche Magie. Sie ist verboten. Ich hab's gelesen. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. Widerlich. Was ist das für ein Zeug? Verbannerregel Nummer 4. Wenn Schleim austritt, nicht anfassen. Wieder ein verbocktes Experiment? Vielleicht entstammt es ursprünglich der Lehre. So, ihr könnt mich also sehen. Ihr steckt doch voller Überraschungen, mein junger Master. Ihr müsst reden. Der Geist einer Verbannerin? Wahnsinn! Wie in Gottes Namen habt ihr mich gefunden? Ach, egal. Dem Herrn sei Dank dafür. Ich hatte schon befürchtet, hier alt zu werden. Was Verstecke anbelangt, ist die Lehre eine durchaus interessante Wahl. Ja, es ist ein unglaublicher Ort. Oder eine Ebene? Eine Welt? Das Aralu lässt sich gar nicht so leicht beschreiben. Aber es zu studieren ist faszinierend. Verratet mir doch, wie ihr an dem Wächter unter der Mühle vorbeigekommen seid. Habt ihr eine Attrappe verwendet? Wir haben gegen ihn gekämpft. Wechselt nicht das Thema. Ihr habt ihn bekämpft, aber natürlich. Gute Sache. Ich hatte befürchtet, er hätte mich nun durchschaut. Oh, aber ich habe so viele Fragen. Wir sind nicht zum Spaß hier, Junge. Außerdem stellen wir hier die Fragen. Oh, natürlich. Wir müssen uns über Caleb Watson unterhalten. Warum zum Teufel habt ihr ihm ein Wiederbelebungsritual gegeben? Ruths Tod hat den armen Caleb schwer mitgenommen. Er war so einsam und da habe ich ihn oft in seiner Werkstatt besucht. Wir haben viel geredet. Er interessierte sich sehr für meine Arbeit und konnte gut zuhören. Als er erfuhr, dass man sie zurückbringen könnte, hatte er nur eine Frage. Wie? Ihr habt seine Trauer als Gelegenheit missbraucht, die Effekte der einfachen Wiedergeburt zu studieren. Oh, ihr kennt das Ritual ebenfalls. Es ist wirklich unglaublich, nicht wahr? Ich habe mich damit befasst, mit dem wahren Ritual. Nicht mit der vermurksten Version, die ihr Caleb gegeben habt. Ihr habt recht und es tut mir leid. Ich fand es in einer Ausgabe von De Occulta Philosophia von Cornelius Agrippa von Nettesheim. Überragendes Buch. Ich habe schon einige illustre Okkultisten getroffen und keiner besaß eine authentische Kopie des Agrippa. Bei der Übersetzung oder beim Druck gehen oft Nuancen verloren. Ich wage zu bezweifeln, dass eure Ausgabe da anders ist. Natürlich. Die Macht liegt in den Worten und meine waren falsch. Deshalb hat es nicht funktioniert. Wie faszinierend. Ist euch bewusst, was mit euch passieren könnte, wenn eure Taten publik würden? Das Ansammeln von Wissen kann doch sicherlich keine Sünde sein. Erinnert ihr euch an Deborah? Miss Comenius. Ja, selbstverständlich erinnere ich mich an sie. Euer Vater gab uns auf, dies alles zu untersuchen.
Wir müssen das Mysterium aufklären. So oder so. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam, auf was ihr hinaus wollt. Ich könnte also ein klitzekleines bisschen in Gefahr schweben. Ihr seht Geister. Ihr schlendert durch die Leere, als wäre sie euer Garten. Ihr kennt verbotene Rituale und gebt sie weiter. Wer seid ihr wirklich? Ich bin Lamy Haskell, ein Mann vieler Wissenschaften. Ich strebe, so könnte man sagen, nach der ultimativen Wahrheit. Das wirft mehr Fragen als Antworten auf. Was sind die Säulen des Universums? Was regiert unsere Existenz? Verändern wir als Okkultisten die Welt oder kratzen wir nur an der Oberfläche? Jede neue Disziplin enthüllt eine weitere Schicht der Realität. Ich bin noch am Anfang, aber sieh schon, wie weit ich gekommen bin. Erstaunlich, oder? Seid ihr ein Dämonologe wie euer Vater? Mehr oder weniger. Eher doch weniger. Mein Vater betrachtet Okkultismus durch die Linse seines Glaubens. Aber ich weiß es besser. Also, doch mehr? Wenn ihr den Glauben eures Vaters nicht teilt, an was glaubt ihr dann? Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Die Beweise sind überall. Und wenn die Lehre für ewige Verzweiflung steht, muss es auch einen Ort der Hoffnung geben. Aber ich frage mich, wo? Wo nur? Euer Vater ist überzeugt, eine Hexe habe den Brunnen vergiftet. Caleb Watson wurde durch eines eurer Rituale verflucht. Konzentriert euch besser. Wir müssen dem Teufel mit seiner eigenen Masche trotzen. Das ist das reinste aller Werke Gottes, pflegte mein Vater immer zu sagen. Ja, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass euer Vater so etwas sagt. Mit 10 kam ich zum ersten Mal mit Dämonologie in Kontakt. Er sah mich als seinen Erben an. Aber dann auf einmal waren die Bücher für mich verboten. Also stahl ich sie. Die gleichen Bücher, die ich als Junge stets lesen musste. Im Gegensatz zu ihm verstehe ich sie. Ich habe nichts Falsches getan, außer dass ich sie klaute. Ihr habt Dämonologie studiert. Ganz ohne Hilfe? Ich gebe zu, als mein Vater mir meine Studien verbat, widersetzte ich mich ihm und machte heimlich weiter. Die dicken Bücher waren langweilig, bis sie verboten waren. Plötzlich konnte ich nicht genug von ihrem geheimen Wissen aufsaugen. Seltsam, nicht? Vor kurzem dann zeigte mir ein guter Freund meines Vaters, dass ich bis dahin lediglich an der Oberfläche gekratzt hatte. Wer war dieser Freund eures Vaters? Ein wandernder Franzose, der New Eden in den letzten Jahren häufig einen Besuch abgestattet hat. Er nennt sich einen Sucher nach der ultimativen Wahrheit. Er war ein erfolgreicher und profunder Denker. Mein Vater war so stolz, mit ihm zu reden. Für ihn ist Wissen die Leiter zu wahrer Größe. Und wahre Größe ist der Preis. Für mich ist Wissen selbst der Preis. Es erweckt den Anschein, als würdet ihr knietief in euren Forschungen stecken. Was genau macht ihr hier? Ich suche natürlich nach dem Ursprung für den Fluch, der auf den Harrows lastet. Und ich habe auch schon eine Theorie dazu. Natürlich habt ihr das. Sprecht. Zuerst dachte ich, das Wasser wäre vergiftet worden. Aber mein Vater hat den Brunnen versiegelt und die Leute wurden trotzdem weiter krank. Sie haben nach Hexenwerk gesucht. Zwar ein närrischer Aberglaube der ungebildeten Massen. Und doch ist ein Hauch Wahrheit daran. Seht ihr, das Aralu verdirbt New Eden. Sein Einfluss reicht bis in die Harrows. Die Beweise dafür sind überall zu sehen. Meint ihr mit Aralu die Leere? Keiner der Namen wird diesem Ort gerecht. Dieser Ort ist unbeschreiblich. Das Aralu, Mr. McGrath, besteht aus dem Stoff, aus dem unsere ältesten Mythen sind. Ist das nicht unglaublich? Wie könnt ihr euch sicher sein, dass die Leere die Region verdorben hat? In New Eden ist die Schwelle zwischen unserer Ebene und dieser dünn. Selbst ich, ein Novize, kann das Grenzgebiet erreichen und noch weitergehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass es nicht das erste Mal ist. Vor einigen Jahren wurde New Eden schon einmal von einer Epidemie heimgesucht. War es dieselbe Krankheit? Ich glaube, die erste Epidemie war ein Ergebnis der relativ großen Durchlässigkeit der Grenze zwischen New Eden und dem Aralu. Aber während sich damals das Fleisch entzündete,
werden heute Gedanken und Geist korrumpiert. Und ich glaube, ich habe die Quelle gefunden. Es gibt eine Substanz, einen merkwürdigen Schleim. Er ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich halte ihn für die wahre Quelle des Gifts in den Harrows. Er hat einen ganz eigenen Gestank. Wenn ich ihn rieche, vernebelt er zunächst meine Gedanken. Dann verliere ich die Kontrolle über meinen Körper. Was hofft ihr, an der Quelle des Schleims zu finden? Ein Heilmittel. Der Schleim sickert in unsere Welt und macht uns krank. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Leider kann ich die Quelle nicht erreichen. Das Aralu ist ein imposanter Ort. Komplex. Ein Irrgarten, der sich ständig verändert, sich neu formiert. Dieser Isthmus zum Beispiel. Der Schleim trat aus einem Riss im Boden aus, aber das Terrain formte sich neu. Und nun komme ich dort nicht mehr hin. Vielleicht finden wir einen Weg hindurch und können einen Blick auf diese sogenannte Quelle werfen. Das würdet ihr? Das wäre wunderbar. Würde es euch etwas ausmachen, Notizen zu machen? Hä? Ach so. Dann sehen wir uns diesen Schleim mal genauer an. Nachdem dieser Klagegeist nun fort ist, kann auch ich fortgehen. Bitte gebt auf euch Acht. Mein Zuhause steht euch immer offen. Wenn ihr irgendwas braucht, bedient euch. Das Aralu ist nicht euer Zuhause, Lenny. Trotzdem, danke. Okay. Entschuldigt meinen morbiden Enthusiasmus, Fräulein Duarte. Aber dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Was möchtet ihr wissen? Müsst ihr noch essen? Spürt ihr Hunger? Tut mir leid, es ist nur, ihr seid der erste Geist, den ich getroffen habe. Also persönlich, meine ich. Ich esse nichts. Nicht so, wie ihr das tut. Ich verspüre Hunger. Aber ebenfalls nicht so wie ihr. Faszinierend. Und könnt ihr Dinge berühren? Riechen? Sehen Farben noch so aus, wie ihr sie kanntet? Meine Sinne haben sich verändert. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Ich kann sehen, manchmal auch berühren. Ich rieche nichts. Laut Red, ein Segen. Wie nehmt ihr auf dieser Ebene Form an? Fühlt ihr euch an sie gefesselt oder seid ihr aus freien Stücken hier? Es ist, als würde ich mich an ein Seil klammern und hoch über einem Abgrund baumeln. Selbst wenn ich loslassen wollte, könnte ich es nicht. Aha. Wie sieht es mit euren Verbannerfertigkeiten aus? Könnt ihr sie einsetzen? Funktioniert eure Ausrüstung noch? Schadet sie euch als Geist nicht? Die Male an meinen Händen und die Ringe an meinen Fingern sind nicht wirklich da. Für mich sind sie nichts weiter als eine Erinnerung. Könnt ihr mit jedem Geist reden, wenn ihr es wünscht? Nein. Ich kann Spuren ihrer Anwesenheit ausmachen. Um reden zu können, muss ich einen Prozess anwenden. Und doch kann ich mit euch reden. Wundersam. Die Toten sind selten so wortgewandt oder so entgegenkommt. Meistens sind sie sogar ziemlich rüde. Ich denke, wir sollten los. Vielleicht ein anderes Mal wieder? Aber wir haben doch gerade erst an der Oberfläche der großen Mysterien gekratzt. Seht euch doch um. Wir stehen hier jenseits der letzten Grenze. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich sagen, jawohl, Fräulein Duarte. Der Junge. Ja, ich verstehe ihn schon. Antea, wir sollten von hier weg. Sieh einer an. Der unscheinbare Sohn des frommen Gouverneurs ist also unser finsterer Hexer der Harrows. Mir war es so ernst wie ihm. Der widerliche Enthusiasmus der Jugend. Das macht einen wahrlich krank. Ich bin nicht von Lemmys Katerbier-Theorie überzeugt. Aber ich fühle mich komisch und ich vermute, es liegt an dem Schleim. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Oh Gott. Ah, Gott. Ekelhaft. Ich brauche hier ein klein wenig Hilfe. Kann ich den wegbomben? Nee. Null. Ja, ich mach das.
hatte recht. Das Zeug ist echt übel. Hier irgendwo schon wieder eine Geisterfalle. Red, ich kann mich nicht mehr manifestieren. Ich muss die Geisterfalle suchen. Ein Nut. Sag's, wo sie ist. Da bist du. Da bin ich. Dann müssen wir jetzt auch rüber. Ach, halt dein Maul. Hallo? Scheiße. Ist ja auch so ein dicker Brummer, der aus dem Schleim gemacht wird. Junge. Scheiße. Die werden halt hier drin geheilt. So. Ho, ho, ho. Ganz ruhig, Großer. Ganz ruhig. Das ist ja gut. Sehen, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Müssen wir das tun? Ernsthaft? Ach Gott. Wo sind wir jetzt? Unter der Erde, wie es aussieht. Na, wunderbar. Gut. Ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut ihr rein. Und tschö.